Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play bei mir hier auf dem Kanal. Und zwar habe ich mir vor kurzem mal das kleine Indie-Spielchen Dig or Die gekauft. Also Grab oder Stirb. Es ist ein 2D-Sandbox-Spiel mit so ein bisschen Survival-Elementen, Crafting-Elementen. Auch wenn ich bisher nicht so der Fan von 2D-Spielen war, ich muss auch dazu sagen, ich habe es eigentlich... Ja, weil es mich optisch irgendwie nie so angesprochen hat, habe ich es nie ausprobiert, aber es ist... Ich habe mir das jetzt einfach mal gekauft vor einer Weile. Das Spiel gibt es übrigens seit, ich glaube, jetzt bald einem Jahr oder so. Habe ich es mir trotzdem mal gekauft und mir mal angeschaut. Und ich finde es cool. Es macht einfach Spaß. Die Frage ist, ob da jetzt der Langzeitspaß gegeben ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich wollte das auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen auf meinem Kanal spielen. Ich hoffe, dem einen oder anderen von euch gefällt das auch. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt ein neues Spielchen. Und wir nehmen, ja, also Brutal würde ich jetzt mal lassen. Ich würde sagen, wir machen mal normal, oder? Normal ist ja Standard, wir machen mal normal. Das sollte machbar sein. Ich habe schon mal ganz kurz in das Spielchen reingespickelt, so ein bisschen, oh. Du bist Vertreter für Craft & Co. Du verkaufst automatische Produktionsgeräte in der gesamten Galaxie bis zu dem Tag, an dem du auf einem unbekannten Planeten abgestürzt bist. Ich bin leider zu spät dran, aber ja. Das stand da. So, hier sind wir abgestürzt. Ich will nicht für immer in diesem Wrack bleiben. Mach dir um mich noch keine Sorgen. Kümmere dich um dein Überleben. Ich habe Daten zu diesem Planeten. Die Lebensformen hier werden bei Nacht besonders aggressiv, wenn du sie störst. Bereite dich vor der Dämmerung vor. Benutze deine Autowerkbank, um Geschütztürme und bessere Waffen zu bauen. Sie werden dir sicherlich in der Nacht... sie werden sicherlich in der Nacht angreifen, wenn du sie provoziert hast. Aha. Ja, damit, spricht das Spiel das an, was passieren wird, wenn ich beispielsweise anfange, einen Mob zu töten. Wir haben übrigens eine, hier, eine Waffe, die haben wir zu Beginn immer. Und wir können hier so looten, ne? So mit Rechtsklick. Das ist so ein bisschen, ich habe es zwar selber nie gespielt, aber das ist so ein bisschen wie der Handschuh bei Creativerse, glaube ich. So, ich weiß... Wow. Hallo, hallo, hallo. Aua, 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 aua. Ich weiß nicht, wozu man das ganze Material braucht. Ich meine, Holz und so, klar. Das können wir noch nicht. Da brauchen wir einen besseren... Wie heißt das Ding? Was? Miniaturi... Was? Miniaturisator. Miniaturisator. Okay. Was stand da vorher, wenn ich die Mobs provoziert habe, werden sie mit Sicherheit nachts angreifen? Das ist toll. Das heißt, die werden jetzt auf jeden Fall nachts schon mal angreifen, die Hunde da. Und so eine Fliege habe ich doch auch getötet, ne? Dann können wir auch nochmal einen töten. Hallo? Hallo, komm. Okay, der hält 3 Schüsse aus. Das ist... Wie springt der denn? Oh! Es regnet. Jetzt ist die Frage, was wir tun sollen. Sollen wir uns unter Wasser begeben? Oder sollen wir das bleiben lassen? Mit Fischen sollten wir uns nicht anlegen übrigens, denn... Mit unserer Standardwaffe hier, die regenerieren Leben unter Wasser. Und Fische halten sich normalerweise unter Wasser auf. Also von dem her, es ist nicht so toll, die anzugreifen. Nicht mit unserer Standard-Kackwaffe hier. Die kriegen wir einfach nicht platt. Die regenerieren viel zu schnell. So, ich loote einfach mal ein bisschen hier weg. Wo? Die können wir mal mitnehmen hier. Ich glaube, die können wir so ein bisschen als Licht verwenden, wenn wir uns ein bisschen unterirdisch begeben. Komm schon. Ja, sehr schön. Was liegt denn hier alles rum? Was ist das denn da hier eigentlich? Was ist das hier? Metallschrott. Na komm, Metallschrott. Wenn das hier überall rumliegt, dann nehmen wir das natürlich mit. So. Ich weiß, ich loote jetzt einfach mal ein bisschen erstmal. Huch. Das Zeug können wir ja noch nicht nehmen. Dazu brauchen wir einen besseren Miniaturisator. Hühnchen, was machst du denn hier unter Wasser? Geh da mal raus, komm. So, ich denke, Holz werden wir auf jeden Fall brauchen können, deswegen loote ich da einfach schon mal fleißig. Was haben wir hier? Was ist das? Ist das Stein? Okay, das können wir auch nicht nehmen. Da ist ein ganzer Berg von. Oh nein, das sind rote. Ah! Hier, da. Seht ihr das? Wenn du eine neue Spezies... Hahaha. Aua. Wenn du eine neue Spezies tötest, wird die dich nachts an... Warum ist denn da nochmal so eine kackrote Fliege? Wow.
Alter, die sind da voll stark. Lass mich in Frieden. Ich glaube. Scheiße, ich hab kein. Ich glaube, wir begeben uns mal. Können wir hier mit Holz? Nee, können wir nicht. Wir machen mal hier dicht. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Ah, fuck. Hier ist überall. Nein! Hier ist überall Wasser, das ist blöd. Nein, die kommen rein. Nein! Scheiße, was machen wir nun? Oh, fuck. Oh, leck mich am Arsch. Nein, ich bin gleich tot. Shit. Was machen wir denn? Warum bin ich denn hier? Warum bin ich hier auf rote Viecher getroffen? Auf rote Fliegen. Ich muss weg hier. Oh mein Gott, das sind noch mehr Viecher. Vielleicht hätte ich mich nicht nach unten begeben sollen. Das war vielleicht keine so tolle Idee, Leute. Wisst ihr was? Wir müssen wieder hoch. Hallo? Boah, hier sieht man nichts, ey. Boah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich muss wieder hoch. Ich muss wieder hoch. Komme ich hier überhaupt wieder hoch? Au. Oh nein, 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 nein. Noch ein neues Vieh. Das. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich will dich nicht töten. Scheiße. Scheiße. Ich komme. Nein. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich habe ein Problem. Nein, das tötet mich. Das tötet mich. Das war ein super Anfang. Ja. Das, also, wir wissen. Hallo? Bitte neu starten. Ich kann ja nichts laden. Das war scheiße, Alter. Okay, das hat schon mal. Oh, fuck. Das hat schon mal richtig gut angefangen, Leute. Ja, so machen wir das auf keinen Fall wieder. Also nochmal. So, ja, das wissen wir. Wir sind Vertreter für Craft & Co. Hier, bis zu dem Tag, an dem du auf einem unbekannten Planeten abstürzt. Was natürlich nicht so günstig ist, wie man sich denken kann. Ja. So. Achso, wir müssen erstmal hier wieder einsammeln. Okay, wir looten mal wieder, aber oberirdisch. Wir gehen nicht runter, Leute. Nicht runter. So, hier haben wir direkt mal jede Menge Wasser. Oh, was haben wir? Können wir das da unten looten? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht, ne? Wie gesagt. Aua. Aber Schaden wird es ja wohl nicht, wenn wir das mal einsacken hier. Das Problem ist, die Viecher. Oh, guck mal hier. Hör auf jetzt so. Hallo, ich kann meine Waffe. Ach, auf 2 ist die. Ich verstehe. Können wir das tauschen? Ja, sehr schön. Ich will eigentlich gar keine Viecher töten. So, wenn die mich dann nachts alle angreifen. Aber das Problem ist ja, die verfolgen mich ziemlich hartnäckig hier. Und hier geht's hoch auf irgendeine Plattform. Da würde ich gerne hinkommen, muss ich ehrlich gestehen. Nein! Hunde. Diese, oder was auch immer das sind hier. Die sind alle sehr, sehr hartnäckig. Ich glaube, wenn die dich einmal gesehen haben, dann ist Schluss mit lustig. Dann verfolgen die dich, glaube ich, bis zum Ende. Da lässt sich nichts dran drehen dann. So, wir sacken hier mal wieder alles ein. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen Erde mitnehmen. Ich weiß es nicht. Luft. Sieht man irgendwo eigentlich. Ach ja, hier unten rechts. Jetzt sehe ich's. Da sehen wir, wie lang es noch Tag ist, okay? Das ist sehr gut zu wissen, dass wir wissen auch, wann wir hier uns in Acht nehmen sollten. Ich glaube ja, nur mit den Hunden und mit dem Fliegen werden wir nachts schon fertig, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich will es jetzt auch nicht gleich ausreizen hier, zumal ich echt noch nur die Standardwaffe habe, ne? Das muss nicht unbedingt sein. So, wir looten einfach mal noch ein bisschen. Ich glaube, hier ist eine geile Plattform. Hier, also eine geile Ebene. Was cool hier. Komm, wir nehmen mal noch ein bisschen, wir sacken mal noch ein bisschen Erde ein. Die können wir dann vielleicht nutzen, um uns irgendwie ein bisschen zuzumauern. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also gerade eben, als ich da mal die 2 Erdstücke hingemacht habe und die Viecher da durch wollten, die waren da ziemlich schnell durch. Oh yeah, Steinchen. Was auch immer das ist. Was ist das?
Blauer Energieedelstein, ein selbstleuchtender Stein, der Energie produzieren kann, leuchtet in einem beruhigenden Blauton. Okay, also das heißt, alles easy, wir können schön entspannen mit diesem tollen Stein. Aber wir brauchen den mit Sicherheit noch für was anderes. Mal abgesehen vom Entspannen. So, was haben wir denn, Ui? Wir sollen... vorher stand irgendwas dran. Was hat denn hier? Tote Pflanze. Tote Pflanze. Wie können wir die wegschmeißen? Können wir die... Hallo? Können wir die wegschmeißen? Hallo? Ah, F2 ist Inventar. Brauchen wir die für irgendwas? Können wir die nicht wegschmeißen, sag mal? Naja, okay. Wir sollen... Hier. Ja. Diese Autowerkbank bauen. Denn mit der... können wir anscheinend Sachen bauen. Das gucken wir gerade mal. Aha. Oh, guck mal, mit dem Metallschrott können wir Eisen machen. Das ist doch... Das ist doch schon mal geil. Wie viel haben wir? 32. Na dann, zwei brauchen wir, ein Eisen. Also, komm, hauen wir rein. Ich glaube ja nicht, dass wir den Metallschrott zu sonst irgendwas brauchen. Zumindest... Nee. Sieht nicht so aus. Aha. Blauer Energieedelstein. Das... Genau, das ist das hier. Geschützturm können wir da bauen. Ich glaube, das könnten wir gut brauchen, ne? Autowerkbank MK2. Okay, es gibt also... Okay, verstehe. Und wir können... Oh, schön. Wir können gleich... Wie viel haben wir denn jetzt an Eisen? 17. Ey, hau ab. Ey, guck mal, 17. Wir haben 17 Eisen. Das heißt, wir können rein theoretisch... Wir können das Plasma... Die Plasmaflinte hier bauen. Wir können... Es ist die Frage, wir haben drei Energieedelsteine. Also entweder bauen wir, ich glaube, wir bauen für die erste Nacht mal Geschütztürme, ne? Na, warte mal. Da brauchen wir auch 5. Ach, scheiße. Okay, dann die Plasmaflinte noch. Die hätte ich gern lieber. Oh mein Gott, ich laufe hier unter Wasser. Ja, hoffentlich. Okay, das läuft ab. Very nice. Dann machen wir mal hier die Plasmaflinte rein. So, und hier hauen wir mal die Geschütztürme hin. Drei. Okay, wir setzen hier einen hin. Hallo? Das ist voll die Entspannungsmusik hier, ey. Total gediegen. Ich glaube, ich ratz gleich ein bei der Musik. Ah, ist das geil. So, ein bisschen Gras. Keine Ahnung für was, aber wir werden es schon noch sehen. Und ein bisschen Pflänzchen. Ach, guck mal, hier gibt's schön viel Holz. Oh, habt ihr das gesehen? Der hat schon den ersten Dinger vom Himmel geholt. Oh, der auch. Energieedelstein. So, hier können wir... Was können wir hier bauen? Holzplattformen. Wir können Holzmauern bauen. Hölzernes Bauteil, sehr zerbrechlich. Widerstandsfähigkeit 5. Ja, sehr zerbrechlich klingt nicht so toll. Oh, was ist das? Hundehorn? Haben wir 2 von? Blaue Blume haben wir. 17. Ja komm, hier, Heiltrank. Zack, rein damit. Machen wir doch glatt mal. Wo ist der Heiltrank? Hier. Okay, die 3 muss ich mir merken, dass wir da immer den Heiltrank dann haben. Achso, wir haben noch gar keine... Wir haben noch gar nicht die Plasmaflinte ausprobiert, fällt mir da gerade mal ein. Wow. Die ist geil. Also die hat eine... Eine kürzere Range. Die ist auch nicht sehr zielgenau, würde ich jetzt mal sagen. Aber dafür haben wir wie viel Schuss... Wie viele sind das denn? Keine Ahnung. Egal. Genug. Genug auf jeden Fall, falls uns mehr gleichzeitig angreifen sollten. Da geht auf jeden Fall ein bisschen was. Ha, habt ihr gesehen? Wenn da nur 2 Kugeln treffen, dann ist schon rum mit dem... Mit dem Biene. So, ein bisschen Holz noch. Puh. Oh mein Gott, ich hab... Nein! Ich hab mich ins... Scheiße, Moment. Ha, geil. So. Jetzt dachte ich schon, kommen wir da nicht mehr raus. Aber wie gut, dass man hier alles wegernten kann oder sonst irgendwie was machen kann. So, wir sollten aber eigentlich nicht... Wie weit... es wird gleich Abend. Nacht sehe ich gerade. Wir sollten zurück... Was ist hier denn? Oho, da geht's runter. Und man sieht nicht, wie weit. Das ist, naja. Deswegen, da begeben wir uns jetzt mal, vor allem wenn es Schiff nicht gerade an den Rand. Oh no. Oh no.
neues Vieh, verfluchte Rotze. Eine Fledermaus. Shit. Wie kommen wir jetzt an der vorbei? Ohne dass sie uns... Ah. Ja, das ist mir klar mit der neuen Spezies, aber die wird mich jetzt verfolgen, die blöde Kackfledermaus hier. Oh nein, da ist noch eine. Lass mich in Ruhe. Uah, Alter, das Ding in Rückstoß. Aua. Tu das doch nicht. Scheiße, wir müssen die wohl töten. Fuck. Okay, jetzt bekommen wir noch mehr Probleme nachts. Ich weiß nicht, das Problem wird ja sein, wenn wir die hier davor setzen, dann können da die Geschütztürme nicht mehr durchballern, ne? So, jetzt ist echt das Problem, was machen wir? Wie viel Holz haben wir denn? 129. Ja komm, wir bauen auf jeden Fall mal ein paar hier. Zack, 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 zack. Wir haben ja immer noch so viel. Na ja, komm, wir bauen einfach mal ein bisschen was. Schaden wird's nicht. So, wir müssen das wieder in unsere Leiste ziehen. Oh, und es wird Nacht. Liebe Leute, ich habe ein bisschen Angst. Es ist Nacht, scheiße. Haben wir nicht hier... Wir haben doch hier... Hier, wir haben doch... Leuchtepflanzen. Haha. Oh mein Gott. Scheiße, warum musste ich die Fledermaus töten? Warum? Alter, wie gut, dass wir die Geschütztürme haben, ne? Alter, die kommt von allen Seiten. Lass mich in Ruhe. Okay, und jetzt auch noch ein paar Bienchen. Oh, die droppen Fleisch. Fleisch. Warum droppen die Fleisch, die Bienchen plötzlich? Oh mein Gott, ist mein einer Geschützturm am Arsch? Nein! Mein Geschützturm ist am Arsch. Fuck. Oh mein Gott, ist das kacke. Okay, nachts ist wirklich... Okay, die Nacht ist dafür, aber ich sehe es gerade rechts unten. Die Nacht ist dafür auch verhältnismäßig kurz. Alter, geht das ab. Okay, ich weiß nur noch nicht, wie man sich hier am besten, jetzt mal abgesehen von den Geschütztürmen. Alter, das hört gar nicht auf. Wie man sich hier am besten verteidigen kann. Lass mein Geschützturm in Frieden. Dass der eine schon so schnell zerlegt wurde, das ist auch hart. Hau ab, ihr. Oh no, was ist das denn? Seht ihr das? Ach du Schande. Da unten sind Hunde, jede Menge. Mein Geschützturm hat schon wieder auf die Fresse bekommen. Nein! Ey, die graben sich hier komplett durch, die Kackviecher. Komm mal her. Komm mal hierher. Es wird Tag. Oh mein Gott, es wird Tag. Ah. Kommt mal her, ihr Scheißviecher. Hört auf, da alles kaputt zu graben. Was ist denn bei euch falsch? Hallo? Okay, Alter, Leute. Also mit... Mit so viel hätte ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen happig. Das ist ein bisschen happig. Ich weiß aber auch nicht, wie wir das besser machen können. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Okay, da unten läuft alles voll mit Wasser. Ja, das ist schon mal scheiße. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Erde weg. Ich mach mal hier ein bisschen... So, dass hier nicht alles voll läuft, weil ich will ja vielleicht hier drunter bauen. Ich bin am Überlegen zumindest. Ich bin am Überlegen. Die Frage ist nur, weil ihr seht, was die hier gerade, wo die sich durchgebahnt haben, ne? Die Frage ist, macht das überhaupt Sinn? Macht das Sinn, uns runter zu basteln? Was ist das denn hier? Nadelbaumsamen. Hey, können wir damit was pflanzen? Haha, geil! Geil, wir können Bäume pflanzen. Nice. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, hier alles zuzupflanzen, aber... Wir bauen das einfach mal hier hin. Ja, guck mal, easy, ey. Wie schnell wir da wie viel Holz zusammenkriegen können, das ist ja mehr als easy. Geil. Okay. Wir rotzen mal kurz die Biene hier weg noch. Eieiei. So, wir haben schon mal für eine Menge Wald gesorgt. Das ist doch schön hier, ne?
Wir kurbeln die Natur wieder an, nachdem wir alles weggeholzt haben. Das muss auch sein. Achso, Moment, ich sehe gerade hier, ich kann wieder. Nein, scheiße. Oder? Wir haben Metallschrott. Woher? Also das Ding können wir bauen, aber wir können keinen Geschützturm mehr bauen. Okay, das Ding bauen wir jetzt mal gerade noch. Das interessiert mich. Ich will nur kurz mal noch schauen, was wir denn... Radioaktives Blut. Blutiges Fleisch, das radioaktive Partikel enthält. Wird von lokalen Lebewesen nur in der Nacht erzeugt, was ihr äußerst aggressives Verhalten erklärt. So. So, das ist das Koralle. Das haben wir vorher eingesammelt. Okay. Baumsamen. Gewöhnliche außerirdische. Was wir hier alles für Zeugs schon haben. Ich weiß nur nicht, was wir mit der toten Pflanze anfangen sollen, um ehrlich zu sein. So, hier haben wir das Ding. Zack. Das setzen wir uns hier mal hin daneben. So, was können wir denn da Schönes machen? Ui. Gatling-Turm. Okay, ach, dazu brauchen wir das radioaktive Blut. Ich verstehe. Okay, was können wir noch machen? Eine Lampe. Geil. Dann können wir die Pflänzchen da... Ach, guck mal, die gehen kaputt. Warum gehen die kaputt? Aua. Aua. Blödes Vieh, ey. Geil, wie der Wald hier wächst. Das ist total cool, ey. Jetzt ist 15. Was ist das hier? Health Regeneration Potion. Okay, das wurde wohl nicht übersetzt. Okay, heal 200%. Okay, also über 30 Sekunden kriegen wir 200% unserer HP zurück. Das ist auch gut zu wissen, aber man braucht viel Fleisch. Alright, aber jetzt machen wir hier gerade mal... der schwimmt schon. Jetzt machen wir hier gerade mal ein kleines Päuschen. Den ersten Eindruck haben wir uns verschafft. Nachts ist auf jeden Fall, also müssen wir aufpassen auf jeden Fall, ne? Wie gut, dass wir uns noch diese Flinte hier gebaut haben. Die hat uns vielleicht sogar den Arsch gerettet, wer weiß. Plus die Türmchen. Und wie gesagt, jetzt machen wir ein kleines Päuschen hier. Wir gucken in der nächsten Folge mal, dass wir hier ein paar Sachen bauen können vielleicht. Das würde mich schon interessieren. Ah, hier, das ist der verbesserte Sammler da. Scheiße, wir brauchen Energieedelstein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir uns holen sollten. Naja, aber das ist unser Ziel nächste Folge. Das gucken wir uns mal genauer an dann. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal ein kleines Päuschen und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.